Hallo Ali, heute zeige ich mal, wie ich mir eine schnelle Beilage zum Schnitzel oder Bulette oder ähnlichem mache. Und zwar nehme ich da Kohlrabi und Kartoffeln und Sahne, folglich Kohlrabi-Sahne-Kartoffeln. Das sind ungefähr, diese beiden kleinen Kohlrabi sind ungefähr 500 Gramm, ungefähr so viel Kartoffeln, zwei Päckchen Sahne. Wenn man zu wenig Flüssigkeit hat oder man möchte ein bisschen mehr haben, kann man auch noch einen Schuss Milch mitzugeben. Ich nehme dann hier das helle Teil von den Frühlingszwiebeln. Ersatzweise, wenn man nicht hat, kann man eine normale Zwiebel nehmen oder Schalotten oder ähnliches halt. Dann kommt noch ein bisschen Muskat mit dran. Weißer Pfeffer, ganz wichtig, weißer Pfeffer. Der schwarze sieht nicht so hübsch aus da drin. Und Salz nach Geschmack. Ich werde das jetzt alles schon mal schälen und vorbereiten und vielleicht dann mit ein bisschen Butter, die fehlt hier noch, genau, ein bisschen Butter noch nehmen und das die Zwiebel schon mal anbraten und das andere dazugeben. Die Zutaten habe ich jetzt erstmal alle soweit vorbereitet. Die Kartoffelchen geschnitten, alles so in gleich große Stückchen. Genauso in der gleichen Größe die beiden Kohlrabi, dass es alles so Würfelchen sind, die man einigermaßen schnell garen. Und die Zwiebelchen habe ich auch in ganz kleine Stückchen gehäckelt. So, die Butter, die ich inzwischen hier auf dem Herd habe, die ist schon mal warm. Jetzt stelle ich das mal an. Darf alles nicht zu heiß werden. Es soll jetzt auch alles nur glasig werden und nicht braun, keine Farbe kriegen. Das dauert einen kurzen Moment. Ich stelle es auch auf kleine Flamme. Jetzt sind die Zwiebelchen schon so einigermaßen glasig. Jetzt gebe ich als erstes die Kartoffeln damit zu. Rühre das Ganze ein bisschen unter, dass da auch so ein bisschen Butter überall rankommt. Ich gebe jetzt schon mal das Salz mit ran an die Kartoffeln. Immer dran denken, die Kartoffeln ziehen eine ganze Menge Salz. Aber das macht nichts. Wenn es einmal herzunüchtern ist, kann man am Tisch ja auch noch ein bisschen nachsalzen oder wenn man zum Schluss abschmeckt und dann das zu nüchtern ist, noch ein bisschen Salz dran. Als nächstes gebe ich jetzt dann mal die Kohlrabi damit zu. Sind auch die gleiche Größe, die Würfelchen, gleiche Menge wie die Kartoffeln. Ich rühre das auch noch mal kurz unter und lasse es einen Moment wurzeln. Aber alles möglichst auf kleiner Flamme. Ich habe das ja hier mit dem Gasherd. Ich stelle hier auf kleinste Flamme, beim Elektroherd denke ich mal Stufe 1. Das waren jetzt wieder mal ungefähr 3 Minuten, was es hier brutzelt hat, also das Kohlrabi noch dazu gegeben vorher. Und jetzt gieße ich das vorsichtig mit der Sahne auf. Es sind jetzt hier ungefähr 400 Milliliter oder ziemlich genau 400 Milliliter. Das sollte so sein, dass das Gemüse und die Kartoffeln nicht ganz bedeckt sind, noch ein klein bisschen oben rausgucken. Das sieht man ja hier so ganz gut. Ja, und das Ganze köchelt jetzt erstmal vor sich hin. So eine halbe Stunde, 40 Minuten, 45 Minuten. Immer zwischendurch mal testen, wie gar es ist. Einfach mit dem Messerchen reinspielen, pieksen oder mit dem Spieß reinpieksen. Eine kleine Sache ist da noch, das Ganze soll ja ganz vorsichtig vor sich hin simmern. Und da ich mit dem Gas ja das nicht so ganz doll regulieren kann, habe ich mir eine Simmerplatte besorgt vor längerer Zeit schon mal. Das ist eine wunderbare Sache. Da legt man drauf. In dem Fall ist es aus Metall emailliert. Kommt so auf die Gasflamme rauf und sorgt dafür, dass die Hitze etwas anders verteilt wird und es nicht ganz so heiß wird. Das darf nämlich auf gar keinen Fall kochen. Erstens, weil die Sahne sonst gerinnt und zweitens mal, weil es ganz schnell unten anhackt und auch alles irgendwie eher nachher zum Mousse machen werden lässt. So, ich stelle das hier wieder an, aber auch auf kleiner Flamme und lasse es jetzt. Das Ganze simmert jetzt so ungefähr 10 Minuten. Das ist also nicht am Kochen, sondern wirklich nur ganz leicht am Simmern. Es dampft schön. Das ist für mich immer so der Zeitpunkt, wo ich dann die Gewürze noch angebe, und zwar Muskat. Frisch gerieben, kann man aber auch Fertige nehmen. Frisch gerieben ist immer ein bisschen gehaltvoller. Ich mag ganz gerne, wenn das schön nach Muskat schmeckt. Und weißer Pfeffer, in dem Fall aus der Mühle. Aber da kann man auch fertig gemahlen nehmen.
dann das Ganze noch mal schön unterheben. Und noch mal so 20 Minuten simmern lassen. Das Ganze hat jetzt also gut eine Dreiviertelstunde gesimmert, geköchelt und ist jetzt soweit fertig. Ich habe also schon ein Stückchen Kartoffel probiert und ein Stückchen vom Kohlrabi und das ist beides sehr schön angenehm. Nicht zu weich, nicht mehr fest. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, also man kann ja jetzt die Soße noch ein bisschen strecken, indem man Milch dran macht. Das heißt, dann wird es auch deutlich dünner. Aber wenn man gerne viel Soße hat, kann man es halt machen. In meinem Falle ist es jetzt so, dass die Kartoffeln nicht richtig viel Stärke hatten und dadurch die Soße nicht ganz so sämig geworden ist, wie ich mir das eigentlich wünsche. Und jetzt mache ich einfach noch ein bisschen Speisestärke dazu. Und zwar habe ich die Speisestärke in kaltem Wasser, ein bis zwei Esslöffel im kalten Wasser, nee, Teelöffel natürlich, keine Esslöffel, ein bis zwei Teelöffel im kalten Wasser auflösen und schön durchrühren und dann einfach ein bisschen dazugeben. So, nicht gleich alles. Und dann das Ganze noch mal ein bisschen unterheben. Man sollte die Speisestärke niemals so direkt reinmachen. Immer im kalten Wasser anrühren. Und erst dann in die heißen Speisen geben. So, jetzt ist es genau richtig. Jetzt ist es schön sämig. Jetzt ist es schön soßig. So soll es sein. Ich tue dann jetzt auf. Pack erstmal meine Schnitzel auf den Teller. So sieht das Ganze dann jetzt auf dem Teller aus. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Ich wünsche euch auch einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!